Hallöchen und willkommen zurück hier in der wunderschönen Industriestadt in Naumburg. Wir sind zurück in City Skylines und es schneit immer noch und es blitzt, Schnee und Blitz, ne? Kennt man ja. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt das nächste Etappenziel an, bis gleich fertig ist, die boomende Kleinstadt. Und dann, ja, die geschäftige Kleinstadt, das müsste theoretisch heute drin sein, in dieser Folge. Wir bauen erstmal noch ein paar mehr Wohngebiete und Industrie brauchen die Leute. Also bauen wir Industrie. Hier Industrie. So, Wasser ist da vorhanden. Was sagt mein kleines hier Reihenhaussiedlung? Na, nicht wirklich Reihenhaus. Da hätte ich anscheinend doch einzeln bauen müssen. Dass dann Haus nach Haus kommt. Aber kann ich jetzt... Komm, das machen wir mal spaßenshalber. Machen wir hier noch eine Straße hin. Ein Stückchen weiter. Hallo, so. Und dann bauen wir jetzt halt mal einzeln. Das ist halt echt aufwendig. So, 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 so. Könnt ihr euch nicht verknüpfen. Aber was ich dann denke, wenn ich nachher dann die grün mache, kommen dann eh größere Häuser, ne? Das könnte durchaus passieren. So, die Straßen machen wir wenigstens gleich lang. Gefährdung ist zu gering. Das ist doch doof. Jetzt ist der Double zu gering, ne? Wir kriegen sie nie gleich lang. Dann muss ich hier halt abreißen nochmal. Ein Stück. Geht da ein Stück abzureißen? Nö. So, jetzt sind sie halt so, ne? So wie ich mir das vorgestellt habe. Aber... Wasser habt ihr, ne? Ja, Wasser ist da. Wenn ich dann gleich das nächste daneben baue, wenn die hier fertig sind. Wir lassen die erstmal da noch aufbauen. So, wir könnten jetzt mal die weiterführende Schule bauen. Die gibt es auch noch als Institut für bildende Künste. Eine angesehene Schule für die bildenden Künste, für gebildete Teenager. Eine Alternative zur Oberschule. Ist viel teuer, kostet viel mehr im Unterhalt und ob es wirklich besser ist, ich bezweifle es. Hier, ja doch, da kannst du hin. Zack. Und alle sind zufrieden, sogar die Industrie und das Gewerbe, weil jetzt gibt es endlich... Qualifizierte Leute. Wir haben immer noch keine qualifizierten Jobs. Kommt bestimmt noch. Es wird alles nachgefragt. Das Industriegebiet hier sind ja nur Schornsteine und Schlote. Ist ja echt Wahnsinn. So, was macht der Winterdienst? Der macht immer noch nichts, ne? Wir müssten das halt echt angehen, dass ich von hier runterkomme und hier wieder drauf. Dass sie die Runde drehen können. Aber hier ist noch nicht so viel passiert. Die fahren es halt langsamer dann, ne? Ja, fahren sie halt langsamer. Verkehrstechnisch. Da sieht's eigentlich... Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, würde ich sagen. Aber hier ist halt rot. Aber ich... Oh, oh, wir haben es geschafft. Die boomende Kleinstadt. Es gibt Transporte. Es gibt eine Fähre, einen Bus, Straßenbahn, Postdienst, Taxi. Was es nicht alles gibt. Kontrollierter Drogenkonsum, dann davon, naja, Zusatzisolierung, das ist nicht schlecht. Benötigen Gebäude, dank der zusätzlichen Isolationsschicht in ihren Wänden und Dächern benötigen Gebäude zum Heizen weniger Energie, generieren aber wegen der höheren Bau- und Wartungskosten geringere Steuereinnahmen. Nur Strom fürs Heizen. Gebäude dürfen keine Wärme von Heizungsdienstleistern benutzen, sondern nur mit Hilfe von Strom heizen. Nee, das, nee... Plastik Recycling. Nö, hohe Ticketpreise. Öffentlichen Nahverkehr um 25%. Nee, nee, nee. Nahverkehr, da muss schon, der wird, finde ich, staatlich gefördert. Also das wird ja sonst nichts. Wo bauen wir das Teil jetzt hier hin? Nee, hier hinten ist schon zu viel Verkehr, da können sie nicht starten. Das ist ja auch theoretisch, ist ja egal, ne, wo das sitzt. Dann bauen wir mal die erste Linie. So, die fahren ja hier lang. Also startet die... Wie lasse ich denn die starten? Die soll auf jeden Fall ins Industriegebiet. Da. Dann können sie da welche mitnehmen. Dann kann sie da anhalten. Hier am Kraftwerk. Dort. Da kann sie anhalten. So, hier die Leute können sie mitnehmen. Die Leute können sie mitnehmen. Die Leute,
die Leute. Soll es hier noch einfach? Nee, nicht, machen wir mal nicht so lange Strecken. Und da kannst du eigentlich schon da nochmal anhalten. Und fertig, ne? Kriegst halt dieses Viertel mit und fährt hier hin. Jetzt können wir noch eine nächste Spur machen. Die machen wir erstmal andersfarbig. Hallo? Muss ich das noch speichern? So ist doch okay. So möchte ich's. Ja, das geht natürlich nicht weg, wenn ich Escape drücke. Ist schon klar. Gibt es noch Bus- und Taxispuren. Das ist ja cool. So, und jetzt brauche ich halt... Theoretisch, dann wenn die können hier umsteigen. Wo könnten die? Hier könnten sie umsteigen. So, wir machen erstmal jetzt hier ein Gebiet da. Na das, da werden die ganzen Leute abgeholt. Da können sie, da können sie jetzt umsteigen. Okay, da steigen sie um. Da können die alle hier in das Industriegebiet umsteigen. Warum kann ich nicht, da kann ich nur da lang. Nee, das will ich nicht. So lang. So lang. Hier können sie noch ins Gewerbegebiet mitfahren. Drehen hier eine Runde. Kommen dann hier hin. Und da gibt es ja keine Straße. Nee, dann brauche ich da nicht hin. Sorry, Jungs. Dahin. Dahin, dahin und nach Hause. Weil da ist ja schon eine Station. Auf dem Rückweg nochmal anhalten? Ja, wäre nicht schlecht, ne? So. Also gibt es jetzt eine Linie hier rein, eine Linie da rein und dann bräuchte ich vielleicht noch eine Linie ins Industriegebiet, die hier komplett oben lang fährt. Die eine Riesenrunde fährt? Nee, ne? Hm. So, Taxi kann ich mir nicht leisten. Das Postamt. Okay. Postämter bieten Dienstleistungen wie die Annahme und Zustellung von Briefen und Paketen. Jedes Postamt verfügt über eine kleine Flotte an Postautos, die die Post lokal einsammeln und verteilen. Effizienz hoch, niedrig, aktiv, inaktiv. Also bräuchte ich Postämter noch. Boah. Das Spiel bietet echt viel mittlerweile. Hier ein Postamt. Aber das macht halt Lärm. Stört der Lärm das Gewerbe? Ich will halt keinen Lärm im Wohngebiet. Hier werden halt nicht alle abgedeckt. Hier werden halt alle abgedeckt. Super leid. Ah, das ist... Da sind sie noch zufrieden, ne? Zack, wir haben ein Postamt. 80 die Woche. Unsortierte Post. 0. Sortierte Post. 49.000. 48.000. Echt. Post noch. Ey. Was ist nicht alles gibt es in dem Spiel? So. Das Gebiet ist fertig. Jetzt können wir mal gucken. Dot. So stelle ich mir ein Reihenhausgebiet vor, ne? Haus an Haus. Gut, die haben jetzt keinen Garten. Das wäre eigentlich der Garten, theoretisch jetzt. Ja, kommen jetzt trotzdem noch Häuser hin. Egal. Wie hier halt, ne? Wie die drei schön nebeneinander. So, Postzentrale haben wir, Busrouten haben wir. Taxi brauche ich noch nicht. Baue ich noch eine? Noch eine Route. Nochmal hier ins Wohngebiet in die andere Richtung. Das hier anfahren. So, dann fahren sie hier hinten nochmal hin. Ne, die brauche ich nicht. Die baue ich damit hin. Fährt die gleiche Route? Ja, das ist auch doof, wenn sie die gleiche Route fährt. So, die fährt halt jetzt hier in diese Viertel mit rein. Das ist ja richtig jetzt, fährt sie hier noch lang? Dann da lang zu fahren? Ah, da kann sie nicht, sie wird durch eine Sackgasse. Ach, weil ich hier keine Kreuzung gebaut habe, weil ich es auch nie wollte, ne? Muss ich mich halt nur dran gewöhnen. So, ihr fahrt hier unten lang, so.
Das ist sozusagen die Außenroute. Und die kriegt natürlich noch eine andere Farbe. Die wird mir so... so gelb. So, ach, das geht mir nicht mit Escape weg, dieses extra Fenster. Also, wir brauchen mehr Leute. Ich habe sogar schon eine gebildete. Weil es halt nicht genug Leute gibt für die Industrie. Und wie sieht's aus? Ja, das ist Rhino-Siedlung. So stelle ich mir das vor. Das spiele ich jetzt einfach mal hier weiter. So, 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 so. Zack, zack, zack. Nein, das ist schlecht. Zack. So, hier können wir aber ein bisschen normale Häuser hinmachen. Das kann weg. Was steht denn hier? Steht die Oberschule. Die Polizeiwache ist komplett voll. Löschfahrzeuge ist okay. Ein Bus. 0 Passagiere von 30. Ja, die müssen halt erstmal die Angebote... Oh, wir brauchen Strom. Akzeptieren, ne? Vom Bus. Das dauert ein bisschen. Sieht's aus, stromtechnisch? Weil es ja wieder extrem kalt wird, ne? Brauchen sie wieder mehr Strom. Können jetzt halt so eine Turbine bauen. Wenn ich genug Geld hätte, doch hab ich eigentlich, ne? Schätzproduktion 20, Baukosten 12.000. Naja, besser als das hier, ne? Das macht 20, bietet 20 und das bietet höchstens 0 bis 8. 8 Megawatt kostet nur 6.000. Das kostet 12.000, bringt aber viel mehr. So, dann brauchen wir mal Strom nach draußen noch. Und dann müssen wir wieder Strom haben. Die Ad-Polizei bietet kleine Hashtag-Lagerräume mit, hallo, ich will weiterlesen, mit sicheren Türen zur Hashtag-Miete an. Wählen Sie für weitere Informationen die 110. So, das ist echt rein aus, so muss es sein. Zack. Zack, zack, zack. Hier, ihr wollt noch nicht so richtig. Die werden dann Straße brauchen, denke ich mal, oder? Kommen sie so ran. So, Wasser habt ihr. Und es schneit eigentlich nicht mehr. Hier ist der Schnee. Ne, da bleibt halt da. Da bleibt da. Dann kann ich es leider auch nicht ändern. Tut mir leid. Brauchen noch mehr Gewerbe. So, dann bauen wir mal hier noch eine Straße hin, da eine Straße hin. Nicht genug Geld. Jetzt hätte ich jetzt mal eine Verbindungsstraße gebaut. Setzt mal noch mehr Gewerbe. Und jetzt kann ich wieder ein großes Fenster spielen. So. Nein. Nein, wollte ich nicht. Kleines Fenster, weg. Husch. Husch, 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 husch. Bauen gleich wieder hin, ey. Ich hab's noch gar nicht richtig erschlossen und die bauen gleich mit der alles voll Industrie. Na, wir haben nicht genug Geld, dann hätte ich mal ein Dings gebaut. So, wir gucken mal nach dem Busverkehr. 60 pro Woche. Sehr schön. 0 pro Woche. Keine Touristen, aber 60 pro Woche fahren mit dem Bus. Das ist für 2600 Leute viel zu wenig. Ja, dann müsst mehr Bus fahren. Kann ich das hier irgendwo sehen, wie viel fahren? Ja. 39, 23 und 0. Warum ist die jetzt schon wieder? Ich habe die doch andersfarbig gemacht. So. Mit der Linie fahren 0 Leute. Wohnen halt auch weniger, ne? Ach. Ich vergesse es immer. Ich kann es nicht mit Escape wegmachen. Dann bauen wir einfach noch hier neue Wohngebiete. Damit da auch ein paar Leute mitfahren. Wasser ist da, Strom ist da. Hier ein bisschen Solar und Wind. Offshore ist immer gut. Ist halt nur viel zu teuer eine Anschaffung. Da müsste ich mehr Geld machen. Was für eine tolle Stadt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich träume. Genau, du bist hier im Traum. Hier kommen jetzt Verbesserungen im Gange. Das ist gut.
Hier brauchen wir jetzt schon gebildete und gut gebildete Leute. Das ist auch gut. Dann kriegen die bessere Arbeit. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Warum nicht? Was sagt denn hier? Kann ich nicht sehen. Was sagt denn mein Bildungsstand? Bildung. 39% sind gebildet und gut gebildet sind halt nur 8%. Ja, das dauert halt ein bisschen. Grundschule ist nicht voll. Oberschule ist auch nicht voll. Das dauert halt. Das ist halt ein Prozess, ne? Man ist nicht gleich schlau. Man muss sich erstmal in die Schule. Das kann erstmal nur die nächste Generation. Die Leute, die jetzt sind, die bräuchten halt irgendwas anderes, um sich zu bilden. Aber da gibt es halt nichts, ne? Gibt es nur eine Universität, Institut für moderne Technik. Aber jetzt eine Bibliothek oder sowas, dass halt die normalen Leute sich weiterbilden können? Nee, das gibt's nicht. Straßen mit Straßenbahngleis, okay. So, was gibt's denn als nächstes? Was brauchen wir denn für die geschäftige Kleinstadt? Nochmal ein paar mehr Leute. Tourismus-Spezialisierung, cool. Und hier neue Straßen, ist sehr schön. Mit Bäumchen dazwischen. Ein Tropengarten, die setzt natürlich hier voll rein, weil passt ja zur Winterlandschaft, ein Tropengarten. Öffentlicher Swimmingpool, das passt auch in die Winterlandschaft. Das Geothermiekraftwerk, okay. Industrie, was mit euch? Ihr, oh doch, ich wollte euch auch upgraden. Vielleicht brauche ich dann nicht so viel Industrie, wenn ihr euch upgradet. Weil ihr werdet ja bestimmt mehr Leute brauchen, ne? Ah, ich bin immer noch unschlüssig. Ich könnte jetzt hier noch eine Straße hinbauen. Und vielleicht hier noch eine Straße rein. Und dann kann ich das Theoretico abreißen. Hoffe ich. Haben alle Strom? Haben alle Strom. So, Wasser habt ihr bestimmt. Jo, Wasser ist vorhanden. Das ist da. Wir brauchen einfach nur noch mehr Einwohner. Oh, die kommen in der Zeit. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja, die kommen doch. Tut mir doch leid. Ich kann doch auch nicht machen, dass sie sich schneller weiterbilden. Oder? Recycling, Parks und Erholung. Sorgen Sie dafür, dass das ganze Land auf ihre Parks und Pleitsch ist. Erhöhen die Bodenmerichtwerk und Parks und Plätze moderat. Zusatzisolierung, nee, das ist mir so teuer. Lieber mit der Fähre. Nee, lieber mit der Fähre. Wo soll ich denn eine Fähre hinbauen? Kostenloses WLAN. Verringert die Briefansammlung um 15%. Okay. Die Schule ist aus. Nee, das ist halt doof. Die Bürger ziehen die Arbeit der Bildung vor. Ich will es halt umgedreht. Aber den Bildungsschub kann ich noch nicht machen. Brauche ich 7000 Leute. So, was kann man hier machen? Hier gibt es auch nur das gleiche. Und hier im Industriegebiet gibt es auch nur das gleiche. Oder muss ich die erst jetzt zuteilen, was es ist? Industriegebiet übermalen. So, Industriegebiet. Jetzt habe ich da bestimmt dann zwei Sachen, ne? Ja, dann müsste ich das hier mal wegmachen. So, weg. Und dann hier Industriegebiet übermalen. Und jetzt ist ja Industriegebiet. Kann ich da jetzt richtig hinfür machen? Ne, kann ich nicht. Weil das ist jetzt so das Industriegebiet für dieses neue Add-on. Okay, machen wir es nochmal weg. Hier weg damit. Zap, zap, zap. Und dann hier neues Gebiet. Zup, Industrie. Die Strauchhöhen. Warum muss ich überall der öffentlichen Nahverkehr breit machen? Jetzt finde ich keinen Parkplatz mehr. Hashtag kein Parkplatz. Hier brennt's. Hier brennt's richtig fett. Feuerwehr, was ist da los? 5 Einsatzwagen im Betrieb. Okay, alles fertig. Ja, jetzt hier nimmt der Verkehr natürlich zu. Weil sie überall parken. Oh, hier sind noch viele Leute. Passen ja gar nicht alle rein. Junge. Wie viele stehen denn hier an der Haltestelle? Und Feuerwehr? Kein Bock? Doch. Wir müssen halt einen Umweg fahren, ne? Ist halt doof. Und er wird gelöscht. Mit Wasser bei minus 17 Grad. Na, ja, könnte noch klappen. Hier stehen so viele Leute, das ist echt Wahnsinn. Sehe ich das Schilderhaltestelle irgendwo, wie hier stehen? Nee.
Er müsste halt mal warten, ne, auf den Bus. Da drüben ist er. Ja, da fahren etliche mit. Gibt's gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob die Linie jetzt effektiv dann ist. Weil da stehen auch so viele. Ich brauche mehr Busse, wie es aussieht hier, oder was? Mal gucken mal. 161 pro Woche, das nimmt schon mal zu, das ist nicht schlecht. Kann man die Busse noch ändern? Busch, Budgetfenster aufrufen. Busch gibt's ja nicht. Hier sind die Verkehrsroutenansicht. Ja, die Leute, die hier arbeiten anscheinend, ne? Busse in Verwendung 15. Gibt's ja noch ein großes Busdepot? Ne, gibt's dann noch diese Straßenbahn. Jetzt schon eine Straßenbahn? Ich weiß nicht. Ja, und jetzt ist hier leer. Verlassen. Die Apotheke. Müssen wir sie wegreißen. Ich sag, die gebildeten Leute, die kommen ja, dauert nur ein bisschen. Hier sind halt überall gebildet, die arbeiten im Industriegebiet. Die sollen aber hier im Gewerbe arbeiten. Verstehe ich nicht. Wollt ihr da schlechter hinkommen, oder? Warum wollt ihr da nicht arbeiten, Jungs? Sagt's mir, mit mir könnt ihr doch reden. Ja, hier ist halt echt Rush Hour, sag ich mal, ne? Ja. Also wir sind noch bei 94% Verkehr, hier ist eigentlich nicht viel los, hier staut sich auch nicht, aber... Den Leuten gefällt's nicht. Und die von alle in die Richtung. Oder in die Richtung. Hier ist viel los. Kann man die Straße schon upgraden? Nee, noch nicht. Ich hätte halt die Straßen bauen müssen, ne? Die kann ich noch dazu upgraden, weil Platz ist. Und hier ist halt dann... Gehen die Häuser drauf. Aber die könnte ich schon mal dazu machen. Wie gesagt, so wächst halt dann die Stadt, ne, bei mir. Also ich reiße halt nochmal ab. Aber so finde ich es halt theoretisch richtiger, als wenn ich gleich so plane. Weil man kann ja nie wissen, ob die Stadt so groß wird. So, noch ein bisschen Industriepark. Hm, nee, nicht upgraden, normal bauen. Bauen wir hinten nochmal eine Reihe dran. So, und noch Industrie. Zack. Strom, Wasser, alles da. Hier kommen wir noch langziehen. Was sagt der Strom? Ist okay. Wasser ist noch okay. Aufsteigen. Die tun alle schön aufsteigen, aber die finden keine... Warum findet ihr keine Leute? Warum möchte hier keiner arbeiten? Nicht genug gebildete Arbeiter. Ja, die arbeiten alle hier hinten. Hier arbeiten sie. Da. Warum? Die Industrie muss aufsteigen. Unbedingt, dass hier die Leute auch gebildet sind. Wir brauchen mehr Ungebildete. So, wir machen erstmal die Reihensiedlung weiter. Zack. Nach Industrie wollte ich nicht. Hier. So. Hinten kommen halt keine Häuser hin. Okay, ist nicht schlimm. So, dann machen wir hier noch Reihenhäuser, da, dort. Und das gleiche hier nochmal. Du nicht, aber ihr. So eine schöne Reihenhaussiedlung, Haus an Haus. Industrie, die brauchen immer mehr Industrie und immer mehr Gewerbe. Aber hier wollen sie halt nicht arbeiten. Machen wir nochmal nach hier eine Straße. Oder machen wir erstmal hier nach hier eine Straße. Auf die Kreuzung mit. Zack. Und machen hier noch Gewerbe mit hin. So. Wasser ist da, Strom ist dort. Ich
könnte auch die Straße, ne, die Straße müsste ich dann halt dicker machen, hier und dem Bereich. Aber lass mal erstmal ein bisschen noch Gewerbe ansiedeln. Hier, das ist mir immer zu fett. Hier kann noch Wohnhäuser. Was steht da? Das Postamt. Wie sieht's aus, Postamt? Unsortierte Post, 11.000. Sortierte Post, 65.000. Das ist okay. Ich habe ja aber weggemacht, die Wohngebiete. Mal wieder hinmachen. Und Gewerbe entsteht. Und da ist leer. Dann reißen wir euch ab. Kann ich auch schon abreißen, dann kriegt ihr keine Arbeiter. Die Ad-Polizei bietet kleine Hashtag-Lagerräume. Hat man da vorhin schon zur Miete. Haben die überhaupt noch Platz? War da vorhin schon voll die Polizei. Ne, einer ist noch. Einer ist noch. Feuerwehr. Die ist okay. Die Schule, ja, das passt. Und Grundschule ist auch okay. Arzt ist okay. Was gibt's noch Schönes? Polizei haben wir ja hier alles. Der Friedhof. Okay. Ja, den bräuchte man natürlich auch, ne? Friedhof. Aber der ist halt nicht so geil, ne? Oder? Ist der Friedhof lustig? Was jetzt, na, lustig ist auf jeden Fall, aber... Hier passt die Straße nicht hin, weil ich nicht gerade gebaut habe. Irgendwo eine Stadt, ein Friedhof, da so hin. Aber auch mal ein Friedhof, ne? Verstorbene aufbewahrt. 0 von 3000. Verarbeitete Verstorbene letzte Woche 0. Leichenwagenverwendung 0. Ja, irgendwann wird auch gestorben, ne? Man kann nicht ewig leben. Es gibt hier noch Turn- und Fitnesshalle. Okay. Bietet den Bürgern mehr Trainingsmöglichkeiten und erhöht die Gesundheit in der Nachbarschaft leicht. Kostet halt nur 2400 in der Woche oder Monat. Na, hier sind die kleinen und die großen Gebäude. Das ist ein Krematorium bestimmt. Yep. Die moderne Entsorgung der Verstorbenen erfolgt mit Hilfe von Wärmeenergie. Zufälligerweise spart das auch Platz. Na, sowas. So, wir haben jetzt 3000 Leute. Wir brauchen noch 1400. Mehr Gewerbe, mehr Industrie. Aber die Industrie will sich auch nicht wirklich upgraden. Und noch mehr Industrie. Ich brauche dann nur ungebildete Leute. Naja, was soll's. Nochmal hier einen Industriestrang mit hin. Hallo, dahin. Jupp. Hier kann ich noch einen Industriestrang mit hinmachen. Hier kann ich auch theoretisch Gewerbe mit hinmachen. Nee, so wollen es nicht. Mal so eine Straße bauen. Und mal hier noch mit hin. So, dann bauen wir hier noch Gewerbe mit rein. Dann nehme ich jetzt das Fenster. Nee, so nicht. Zack. Und hier jetzt das wieder. So. Gebildete Leute. Ja, ja, ihr kriegt ja Gebildete, theoretisch. Oder ist der Verkehr jetzt hier so schrecklich, dass da keiner mehr hinkommt? Lärm? Ja, Lärm ist so viel. Der Verkehr ist eigentlich okay. Gut, ist gerade Nacht. Aber sollte theoretisch passen mit dem Verkehr. Also ich bin bestimmt hier die Kreuzung zugebaut. Oder? Bestimmt. Jo. Das ist eine Planung. Hier mache ich keine Kreuzung. Das weiß ich jetzt schon. So, machen wir hier noch ein Wohngebietsviertel. Schön am Friedhof. Mit einem kleinen Park. Da können wir eigentlich Bäume hinbauen. Hier machen wir Bäume hin. So. Bäume. Hier noch ein paar Bäume, so ein kleiner Wald. Hier noch ein paar hin. Warum ist an der Ecke nichts? Hier können auch Häuser hin. Hier kann noch ein paar Bäumchen mit rein. Hm, wir brauchen natürlich Nadelwald. So. Sieht das gleich wieder ein bisschen schicker aus.
Und wir haben keinen Strom mehr. Wo bekommen wir jetzt den Strom her? Einfach mal offshore. Da geht's nicht. Jetzt produzieren die beide 20, oder wie? Jo. 25, 25. Und sie drehen sich und sind zusammen angeschlossen. Sehr schön. Kostet halt richtig viel, ne? 12.000 jeweils. Haben jetzt hier schon mal Warmwasser. Oh, Warmwasser gibt's auch jetzt. Was gibt's da Schönes? Die Geothermie-Heizkraftwerk. Geothermie-Energie mag zwar nicht so effizient wie fossile Brennstoffe sein, dafür ist sie aber äußerst umweltfreundlich. Dieses Kraftwerk pumpt die Wärme aus der Tiefe hoch und verteilt sie an die Bürger. Sorgen Sie dafür, dass das Gebäude mit verbessertem Wasserraum verbunden ist, um die Wärme an die Gebäude zu verteilen. Das werden wir wohl machen. Da brauchen wir halt die verbesserten Rohre. Aber die kann ich theoretisch upgraden, aber ich habe eh noch kein Geld. Ich muss noch ein bisschen sparen. Ich würde sagen, mit den Heizungsproblemen und der Geothermie-Anlage, damit werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Wir zoomen nochmal in die Stadt rein und sehen, hier wird immer noch nicht gepflügt, ne, weil kommen ja nicht hier irgendwo lang. Die Leute kommen ja auch, hier gibt es ja keine, die kommen hier raus und fahren da rein und umgedreht. Ne. Man kann halt nicht hier mal wenden, entweder rein oder raus. Was anderes gibt es nicht. So, der Friedhof ist noch gräberfrei, wie es aussieht. Und hier sind schon drei Gräber. Sind da schon Leute tot? Nee, schade. Ich hätte gedacht, wenn jetzt die Leute sterben, dass immer mehr Gräber kommen. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, euer Rob.